Hallo, ich grüße euch zur Fortsetzung des Videos über die Siegel. Wir werden jetzt erstmal das Thema Siegel klein wenig zurückstellen. Das kommt die Woche noch, habe ich ja versprochen. Wichtiger ist es erstmal eine akute Sache zum Personalausweis. Wir hatten ja schon mal ein Formular erstellt. Das kennt ihr vielleicht, ist ja im Internet rumgeschwebt. Aber wir haben das noch ein bisschen verfeinert, weil wir gemerkt haben, die Gemeinden wollen einfach die Bestätigung bei der Abgabe des Passes nicht unterschreiben. Wir erklären heute, warum sie es machen und was der Trick dabei ist. So, und zwar, ihr wisst ja, wenn ihr einen Personalausweis abgeben wollt, habt ihr ja damit eine Absicht. Ihr wollt die ja nicht ärgern und ihr wollt auch sicherlich euch nicht ganz aus dem Leben verabschieden, sondern ihr wollt einfach, dass die Steuern dem Staat gehören. So, das ist der Hintergrund. So, normalerweise ist es ja so, dass die Verwaltung im Prinzip für den Staat die Steuer verwaltet und das sozusagen im Staat auszahlt. Das ist Sinn und Zweck einer Verwaltung. Ihr wisst ja, wie die Weimarer Republik gestrickt ist, und da rollt ihr einfach mal die Videos zurück, die ich schon gemacht habe. Das ist nun mal ein Umverteilungssystem, ne? Also von Anfang an, die SPD und auch die Weimarer Republik sind Umverteiler. Also diejenigen, die den Lohn der Arbeit verdient haben, die bekommen den nicht, und die, die es weder bestellt haben noch verdient haben, die bekommen das dann. Das ist das typische Bild der SPD und der Umverteilerei der Weimarer Republik. Also diejenigen, die fleißig sind, die kriegen den Arsch getreten, und die, die nur rumgammeln und Leute anpöbeln und vergewaltigen, die kriegen es von hinten reingeschoben. Das ist Weimarer Republik. So, und die Fortsetzung Weimarer Republik ist die Bundesrepublik. Man muss es wirklich so sagen. Und es ist auch rechtlich so. So, und deswegen haben die auch die gleichen Symbole und haben auch die gleiche Fahne. So, also das Logo auf dem Reisepass, innen und außen, ist Weimarer Republik. Hat mit dem Staat absolut nichts zu tun. So, jetzt wollt ihr ja natürlich irgendwann mal in den Staat zurück, weil der Staat ist derjenige, der eigentlich euer Sozialgesetzbuch in Händen hält. Weil das, was ihr als SGB II kennt, ist ein Gesetz des Kaisers. Damit hat er sozusagen die Bedürftigkeit im Volk so weit abgefedert, dass also niemand auf der Straße leben muss oder frieren muss oder unter unmöglichen Verhältnissen leben muss. Und das ist aber in der Bundesrepublik anders. Also so ist, Leute, die eigentlich hier überhaupt kein Bleiberecht und Aufenthaltsrecht haben, die kriegen also Paläste zur Verfügung gestellt, während Obdachlose oder Leute, die wirklich behindern, nicht einmal einen Hartz-IV-Satz bekommen. Also denen wird das gestrichen und da wird einfach irgendwas abgezogen mit Rechentricks. Also das sind richtige kriminelle Banden, die hier unterwegs sind. Eine sogenannte Asylindustrie, eine Umvolkungsindustrie, die sich hier breit gemacht hat. Man muss einfach auch wissen, wie es entstanden ist. Entstanden ist es 1929, Valentinstag in den USA. Und ja, dort ist also Regierung und Mafia sozusagen verheiratet worden. Die Freim auf, sozusagen Trauzeuge und Pastor in einem war die Freimaurerei. So, und die drei haben sozusagen damals in den USA die Regierungsgeschäfte übernommen. Und nach dem Ersten Weltkrieg, beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg, ist das alles hier auch zu uns rübergeschwappt. So, also ihr kriegt also sozusagen nicht nur eklig schmeckende Bürger angedreht, sondern auch ein unmögliches Staatsverwaltungssystem. Das ist nun mal die Segnung des Zweiten Weltkriegs. So, und wir müssen jetzt sehen, wie wir mit dem ganzen Geredel zurechtkommen. Und wir haben eine Lösung erarbeitet. Und die Lösung heißt, aus dem Personalstatut aussteigen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. So, und die einfache Möglichkeit ist zum Beispiel die Neufassung der Menschenrechtskonvention. So, und zwar hat das Bundesverwaltungsamt nur dann auf euch Zugriff, wenn ihr in dem Personalstatus drin bleibt. Und wenn ihr versucht, den Personalausweis wirklich aus dem System so auszutragen, dass der Personalstatus inaktiv wird, dann müsste euer Steuerkonto bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich glattgestellt werden. Dann muss man sich das vorstellen. Also, der Bund ist in dem Sinne wie so ein Fonds an der Börse, also handelbarer Fonds, ne? So, da können also irgendwelche Industrielle können da investieren, und mit eurer fleißigen Arbeitskraft erschafft ihr sozusagen aus dem Fonds einen Mehrwert. So, also das ist ungefähr so wie eine Produktion. Da kommen also 1000 Euro rein. Ihr arbeitet sozusagen damit, weil ihr eben einen Uwig macht oder weil ihr euch in Gerichtsverfahren reinziehen lassen, weil ihr irgendwo einen Widerspruch geschrieben habt statt eine Zurückweisung, sodass ihr euch in die Mühlen des Gesetzes reinziehen, oder ihr habt ja, irgendwas angestellt, ein Bußgeld, was ein Bußgeld hat. So. Und damit macht ihr sozusagen aus den 1000 Euro Aufwand, der nun mal entsteht, 1400 Euro. So. Und die 400 Euro sind dieser Gewinn,
die Firma Bund im Prinzip hat. Und damit erzeugt es sozusagen ein Wachstum. So muss man sich es ungefähr vorstellen. Ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber das ist die für euch verständliche Form. So, und diese Steuer, die wird sozusagen nicht in der Bundesrepublik gehalten, sondern da gibt es eine Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wo die Investoren, die Banker und die Personalverwaltung der Bundesrepublik ihr Geld austauschen. So. Und das Geld, was wirklich Steuergeld ist, das wandert sozusagen das Spekulator Big. Und dort stehen sozusagen die Gemeinkosten des Bundes dem Steuerguthaben gegenüber, das eigentlich an den Kaiser ausgezahlt werden muss. So, und das läuft dann hoch. Also es haben mal Leute geschätzt, dass 60.000 pro Kopf Steuerguthaben sind und um die 30.000 Euro Steuerschulden, für die ihr aber nichts kennt und die euch auch gar nicht gehören, sondern die einfach durch eine Gemeinkostenumlage auf euch draufgelegt worden sind. Und die derzeitigen Bemühungen der Umfolgung ist also sozusagen, das Steuerguthaben auszulöschen, damit der Kaiser, wenn der Friedensschluss kommt, vorm Nichts steht. Das ist das Ziel der Invasorenpolitik, die hier betrieben wird. Also das Guthaben des Kaisers wächst sozusagen ins Unermessliche. Also ich habe mal mit vorsichtigen Schätzungen 120.000 pro Kopf Steuerguthaben geschätzt. Und zwar so Pi mal Daumen, die Steuer war ja im Kaiserreich nicht so hoch, die war bei weitem nicht so hoch wie heute. Also ja, die liegt so 14 bis 20%. Ja. So. Und trotzdem, dass aufgrund der langen Zeit und aufgrund fürs Kaiserreich verschwinden Inflation, weil die Inflation, die wir kennen immer aus den Medien, da ist immer die Zeit Weimarer Republik gemeint. Das Kaiserreich selber hatte keine Inflation, die hatten ein Wachstum ohne Ende. Und wenn man das jetzt fortsetzt, also bis zum 28.10.1918, also dieses Wirtschaftswachstum, was da gewesen ist, bis in unsere Zeit hochrechnet und die heute üblichen Zahlen für erweiterte Reproduktion ansetzt, da kommt man ungefähr so knapp über 120.000 Euro pro Kopf raus. Ganz grob gerechnet. Also 60 reicht bei weitem nicht. So, nun ist natürlich so, dass diese Riesensumme natürlich die ganze Weltwarenwirtschaft ja, wie trunken macht, sage ich mal. Ne? Also alle Staaten sind also chronisch unterfinanziert, weil sie eben nicht selber Geld schöpfen können. Und der Kaiser könnte im Prinzip um Faktor 1000 mit dem Geld um sich schmeißen, wenn er es dann wollte, wenn er nicht eine ordentliche Geldpolitik betreiben würde. Ne? Ja. Und davor haben natürlich alle Angst, weil sie alle von ihm abhängig werden. Es würde keine 5 Sekunden dauern, da würden alle anrufen, kannst du uns helfen, kannst du uns helfen. So, und dann ist natürlich klar, wer die Leitlinien der Politik dann bestimmt. Da würde er dann sagen, ihr schafft eure Sklaverei ab, ihr tut eure Obdachlosen mal ordentlich unterbringen und so weiter. Das sind eben die Leitlinien der Politik, die der Kaiser eben hätte. Und dann würde er dieses Steuergeld dann aktivieren. So, also Aktiva sind Dinge, wo das Geld sozusagen, was man zur Verfügung hat, ausgegeben. Also was mit dem verwendet worden ist. Und auf der anderen Seite stehen jetzt ein Passiva, wo das Geld herkommt. Und in der Bundesrepublik sind die Passiva alles Kredite. Und zwar Kredite der EZB oder Staatsanleihen, was auch nichts anderes ist als ein Kredit. So, und die ganzen Staatsanleihen, die sind einfach nur bunte Zettel, wo unser Überbesatzer drauf geschrieben hat, das ist jetzt eine Staatsanleihe. Und diese Dann nimmt er also einen Block Kopierpapier, 500 Blatt, schreibt immer drauf Staatsanleihe, Staatsanleihe, Staatsanleihe und haut die Zetteln raus. Und mit diesen Zetteln wird sozusagen weltweit eingekauft. Das ist im Prinzip das Finanzierungsmodell. So, also geht dieses Backen Kopierpapier, geht durch einen Drucker und dann kommen hinten Staatsanleihen raus, ohne dass eine Wertschöpfung passiert ist. So, und irgendwann hat China und auch Russland genug von dem Zeug. Die haben also schon Hallen gebaut, wo sie das Zeug stapeln. So, und irgendwann merken sie, dass sie für die Zetteln, wenn sie sie wirklich dann auf dem Markt verkaufen wollen, nichts mehr kriegen. So, und da hatte ich nur vermutet, dass die Staatsanleihen sofort in den Keller gehen, sobald sie auf den Markt geworfen sind. Das hat sich diese Woche nicht gezeigt, sondern diese Woche ist was ganz Seltsames passiert. Der Ölpreis ist in den Keller gerutscht. Und zwar so übel, dass man sagen kann, er liegt fast unterm Herstellungspreis. Also man müsste im Prinzip beim Verkaufen noch was rauskriegen oder so. Also das ist gar nicht wirtschaftlich durchstehbar. Man will damit vermeiden, dass Russland eigenes Öl verkaufen kann. Ne? Und also wenn ich Putin wäre, ich hätte natürlich die Staatsanleihen genommen und hätte das Öl gekauft, um den Ölpreis zum Mond zu schicken. Ne? So, und da wäre sämtlicher Krieg auf der Welt vorbei, weil kein Militärfahrzeug mehr Diesel oder Benzin hätte. Das wäre eine ganz einfache Geschichte. So, ich hätte die Halle leergeräumt und hätte dann dort Ölfässer stehen, bis unter der Decke. So, und da kann man ja im Winter heizen und im Sommer dann mit Auto fahren, ist eine feine Sache.
So, gut. Es ist anders gekommen. Wir wissen nicht warum. Aber ich denke mal, dass es nicht auf Dauer durchstehbar ist. Und heute hat es ja schon angefangen, dass im Prinzip dann schon wieder auf 34 US-Dollar das Barrel gestiegen ist. Nennen das an der Entwicklung. Ja? Also, dass man eben doch den Preis von Rohstoffen der beliebig nach unten manipulieren kann. Wie diese Manipulation funktioniert, machen wir dann in dem Strang Countdown-Untergang vom Geldsystem. Da erkläre ich das nochmal. Da machen wir auch mal ein Beispiel. Jetzt geht es erstmal nur um Perso. Das heißt, um den Zugriff auf euer Steuerkonto für euch selbst zu sichern, und zwar, dass ihr bei Friedensschluss keine Steuernachzahlung machen müsst, sondern dass die Bundesschulden glattgestellt werden und der Anteil, der vom Kaiserreich kommt, euch erhalten bleibt. Weil ihr habt ja im Laufe von eurer Geburt weg bis heute irgendwie Steuern bezahlt oder ja, beim Einkaufen der Mehrwertsteuer und überall steckt Steuer drin. So, man kann ja fast sagen, sind 75% dessen, was ihr verdient, sind schon wieder Steuern, die in irgendeiner Ecke wieder verschwinden und zurückfließen. So, und zwar in so einer krassen Weise, wie es für das gesamte Wirtschaftssystem ungesund ist, weil eben alles, der ganze Staat chronisch unterfinanziert ist und alles überteuert und alles mit 10-mal Steuern belastet ist. So, und irgendwann wirkt das für die Wirtschaft wie so ein Würgegriff. So, und das kommt eben dann zum Wirtschaftskollaps. So, das lässt sich auch nicht vermeiden. Man kann sich auch nicht mit Staatsanleihen drucken, aus der Schuld drucken, sondern das System kollabiert unweigerlich. So, und jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Börsenhandel oder von Volkswirtschaft, der weiß das. So, und man ist natürlich gehalten, nur niemanden in Panik zu versetzen, aber eine vorsichtige Warnung sei mal erlaubt. So, also beschäftigen wir uns jetzt mal mit dem Formblatt. Wir wollen erreichen, dass wir, wenn wir den Perso abgeben, unser Personalstatus gelöscht wird. Wir wollen nicht Personal sein, sondern wollen Staatsangehörige werden. So, ihr wisst, gelber Schein ist keine Staatsangehörigkeit, weil schon kein staatliches Logo drauf ist. Und das, was ihr bestätigt könnt, also RU in Klammern, STAK, ist nicht das Rustag, weil STAK wurde nicht einfach umbenannt. Also das Rustag wurde nicht einfach in STAK umbenannt, sondern es wurde ein anderes Verfahren untergelegt. So, niemand außer der Verweser oder der Kaiser darf das Staatsangehörigkeitsgesetz ändern, aufheben oder löschen. Auch der Besatzer darf es nicht. Die haben es zwar in ihren Gesetzen überall drin stehen, aber die HLKO untersagt das. Und für Deutschland gilt immer noch die HLKO, weil die Weimarer Republik hat es unterschrieben und der Kaiser hatte keine Chance, das zu unterschreiben. Er hätte es vielleicht gemacht, hat auch mitgewirkt, aber hat es noch nicht unterschrieben. Das heißt, fürs Kaiserreich ist die HLKO nice to have, aber die Weimarer Republik hat es unterschrieben und muss auch erfüllen. So, also das ist die Situation. So. Nach HLKO wissen wir, Artikel 43 war das Landesrecht eingesetzt und am Landesrecht dran hängt natürlich auch das Staatsangehörigkeitsgesetz. So. Und wir wollen ja, dass die Staatsangehörigkeit, die Bundesstaatsangehörigkeit uns zur Verfügung steht und auch richtig im Ausweis eingetragen wird, weil wir dann auch erstmal einen gesetzlichen Richter haben. Wir haben auch dann wirklich erstmal einen Beamten, der für uns zuständig ist. Denn solange dort Deutsch drinne steht, heißt es eigentlich nichts anderes. Für diesen Herrn oder Dame ist die Staatsangehörigkeit nicht festgestellt worden. Das sagt das Deutsch aus. Es ist keine Staat. Es gibt keinen Staat Deutsch. Auch die deutsche Staatsangehörigkeit ist keine gültige, weil der Begriff das erste Mal am 5.2.1934 auftaucht und dieses Gesetz von Adolf Hitler gemacht worden ist. Er war aber zu diesem Zeitpunkt nicht Verweser, weil dazu hätte er Ermächtigungsgesetz gebraucht. Das Ermächtigungsgesetz ist auch ungültig zustande gekommen wegen dem Reichstagsbrand und ungültig geworden. Also wurde Hitler eine Verweser und konnte sozusagen das Staatsangehörigkeitsgesetz überhaupt nicht fortschreiben. Also kann es auch die Bundesrepublik nicht. So, das ist der Klammer an der Geschichte. So, das haben wir rausgefunden, weil sie uns haben nicht mitwählen lassen. Weil da fangen wir ja durch an zu forschen und zu suchen. Sonst wären wir nie auf die Idee gekommen. Wir wären dann einfach irgendwie ja, auf dem Wollzettel aufgetaucht. So, aber das hat eben das System zum Wackeln und fast zum Einsturz gebracht, dass wir dann wirklich auch mal nachgegraben haben und den Eckstein gefunden haben. So, und der Eckstein ist eben diese Krux mit diesem Staatsangehörigkeits. So, wir fangen also an und geben den Perso ab, aber unter einer bestimmten Bedingung. Und zwar, wir wollen das Personalstatut gelöscht haben. Und dazu müssen wir selber Notstandsleiter sein. Wir werden Notstandsleiter, weil wir durch die Abgabe des Persos in den Zustand versetzt werden, wahlberechtigter für eine Verweserwahl zu sein. Und damit treten wir in das Notstandsrecht des Kaisers ein. Also
Dadurch, dass wir wollen, dass eine Verweserwahl stattfindet, einen Passo abgeben und die Bundesstaaten angehörig und haben wollen, werden wir zum Notstandsleiter. Wir handeln in unserem eigenen Interesse, sind Notstandsleiter, sind durch das Gesetz geschützt auch, ja, und können sozusagen eine Anordnung machen. Wir ordnen an, dass wir diesen Personalstatus aufheben und aus der Notstandsgesetzgebung von 1914 über den Verfassungsnotstand mit Reststand vom 28.10.1918 0 Uhr wegen Putsch gegen die Weimarer Republik, der Weimarer Republik gegen den Staat, im Sinne des Rußtag vom 22.07.1913. So, der Beamte ist jetzt hat jetzt ein Problem. Er will uns natürlich aus dem Personalstatus nicht rauslösen, weil er muss ja dann beim Bundesverwaltungsamt melden, wir haben hier einen Abgang an Personal, du musst jetzt die 30.000 Euro Gemeinkosten oder Bundesschulden mit einem EZB-Kredit glattstellen. Ne? Also der steht nicht mehr zur Verfügung, der wird dann später, wenn der Friedensschluss kommt, wird er ein Staatsangehöriger des Kaiserreichs. Also wir können denn seine Steuern nicht mehr verbraten. Das ist das, was passiert. Und die Gemeinde, wenn durch jetzt Tausende in so einer Gemeinde das machen, dann kommt die Gemeinde in Zahlungsschwierigkeiten. Also nicht direkt, aber indirekt. Weil im Bund muss sie dann ständig melden, hier ist wieder einer weg, hier ist wieder einer weg, hier ist wieder einer weg. Das Bundesverwaltungsamt weiß dann irgendwann mal nicht mehr, wo es die Kredite herziehen kann. Aber das ist nicht unser Problem. Wir haben ja den Dreck nicht angefangen. Wir haben ja von Anfang an ordentliche staatliche Verhältnisse gewollt. Seit 89, seit der Wende. Dass uns Gorbatschow und Kohl und Modrow betrogen haben, dafür kennen wir ja nichts. Ne? Wir haben einfach nur einen soliden Staat gewollt. So, wir rollen es mal weiter. Ich tue mal hier hinten rollen. So, da haben wir, hier oben ist klar, ne? Absender, Ortdatum, Meldestelle, hier kommt die Faxnummer rein. Er faxt das, damit das Schreiben wirksam wird, bevor der Bearbeiter dort einen Einspruch anbringen kann. Sobald das Fax eingeht, ist wie bei einer Kündigung beim Betrieb, ist die Kündigung wirksam. Das ist bei dem Schreiben anders, weil sie sich einfach weigern, die Annahme des Passus zu bestätigen. Aber in dem Fall müssen sie sie von Amts wegen einziehen, weil ja der Personalstatus schon gelöscht ist durch eben eure Kündigung. So, und dann macht er eben hier diese Auslassung mit der Anforderung, mit der Aufforderung, dass das hier gelöscht wird und so weiter. Das könnt ihr euch alles durchlesen, das mache ich jetzt nicht im Video. So, und dann kommt die juristische Begründung. Also, Rechtsverletzung im Amt ist also falsche Angabe der Staatsangehörigkeit. Ne? Also wenn die Meldebehörde im Melderegister unvollständige oder unrichtige Angaben macht, dann gefährdet sie die Integrität der Wahl. Ist ganz klar, das haben wir dieses Jahr auch schon festgestellt, oder Vorschau bei Bad Oberwahl und dieses Jahr auch nochmal bei Landtagswahlen haben wir nochmal Wahleinspruch gemacht, weil es eben nicht stimmt und weil auch die Maske für die Staatsangehörigkeit überhaupt nicht da ist und auch nicht angesehen werden kann. Wir haben es auch heute in einer weiteren Gemeinde wieder gesehen, dass es so ist. Ja? Und das ist also, Entschuldigung, eben nicht korrekt. So. Wir haben jetzt im Prinzip hier die fünf Aufhänger. Das EMA ist also das EuGH-Urteil im Staatsaufwahlmangel, den Identitätsdiebstahl über das PET, also wenn ihr auf dem PET unterschreibt, hat das PET eine Kennung und mit dieser Kennung kann das Amt jederzeit von euch eine neue Unterschrift erzeugen. Zum Beispiel, da hat mir gerade sein Auto abgetreten, da hat mir sein Haus abgetreten, der hat mir erlaubt, sein Konto zu pfänden, der hat mir erlaubt, einen Gerichtsvollzieher vorbeizuschicken und so weiter. Das machen die alles mit eurer Kennung, ohne euer Wissen. Die tun einfach das Unterschreiben oder eine eidesstattliche Versicherung in eurem Auftrag unterschreiben, ohne dass ihr davon erfahrt. Einfach, weil ihr irgendwann mal auf dem PET unterschrieben habt. Und diese Datensachen müsst ihr löschen lassen. Und das ist die Löschung. So. Der dritte Punkt, Genfer Konvention. In der Genfer Konvention steht drin, dass ihr das Recht habt, dass die Staatsangehörigkeit von euch korrekt festgestellt wird und dass ihr auch entsprechend euren staatsbürgerlichen Rechten behandelt werden. Ob nun Krieg ist oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Entscheidend ist nur die ordentliche Zuordnung. Und genau das wird euch verweigert. So. Punkt 4, die Fortsetzung der Gesetze aus dem Nationalsozialismus. Das haben wir eigentlich in epischer Breite hier schon behandelt, dass wir das mit der Staatsangehörigkeit zusammenhängt. Wir haben aber noch versenkt, dass die Sklaverei, die hier gemacht wird mit dieser zwangsweisen Personaleigenschaft durch die Schlacht im Teutoburger Wald im Jahre 9 ja schon besiegt ist. Ja, sie wird euch nur nicht zugestanden, weil die Kirche und der Papst eben hier immer noch die Finger drauf hat. Aber die haben keine legalen Rechte. Das ist nur angemaßtes Recht. So. Gut. Alles andere ist erstmal soweit klar. So, der letzte Punkt wäre,
Aufgrund der HLKO gilt das Landesrecht und dann dürfen wir euch die Bundesstaatenangehörigkeit nicht entziehen. Also auch wenn der Bundestag gesagt hat, wir machen jetzt eine Änderung Rustag zum Stack, da können die das machen. In ihren eigenen Reihen können die das machen. Wenn die sich alle zusammenhocken im Bundestag und sagen, ja, wir würden gerne hier das machen, könnt ihr alles machen. Aber es darf nicht euch gegenüber wirken. So, aber das ist eben so und das ist eben eine Verletzung der internationalen Abkommen. So, was haben wir noch? Ja, und durch Täuschung im Rechtsverkehr ist also ohne, dass ihr vorher belehrt wird, sozusagen eine juristische Person erzeugt worden. Und das darf eben im Bundesgebiet der altgermanischen Stämme nicht passieren, weil dort kein Sklavenwahlrecht gab. So. Und jetzt kommt sozusagen die Forderung, dass also diese ganzen Sachen rückgängig machen und dass ihr euch sozusagen die Bundesstaatenangehörigkeit zum Stichtag 28.10.1918 0 Uhr zugestehen. So. Und dann kommt der entsprechende Satz, dass die Kündigung mit Abgabe des Ausweises sofort wirksam ist und lebt nicht durch den Beibehalt des Reisepasses fort. Also es ist ganz wichtig, dass ihr dort reinschreibt, steht ja auch schon da, dass der Weiterbesitz des Reisepasses keine Anerkennung der Europäischen Union als Staat oder der EU ist, weil ja die EU nur eine EZB ist, also eine Bank, die ein Parlament hat, so, also nie ein Staat war. Also das heißt nicht, wenn ihr diesen Reisepass habt, dass ihr das anerkennen müsst. Das müsst ihr dann bloß einfach mal sagen und dann sollen sie sich mal dagegen wehren und dann können wir gerne herleiten, was das Europaparlament in Wirklichkeit ist. Also auch nur ein hohler Vogel. So, und damit man das richtig einordnen kann, haben wir unten dann noch so einen Nachsatz gemacht, damit auch jeder nochmal weiß, wo es herkommt. Ich habe da also damals 90% von dem Schreiben verfasst. Ein bisschen Zuarbeit von anderen Leuten hatte ich auch. Ja, gut. Und dann gucken wir mal, wie die Sache läuft. Also heute, Erfahrungsbericht, war direkt Panik, als wir das Schreiben hingelegt haben. Das war aber noch nicht in der verschärften Form, wie wir es jetzt haben, sondern in der abgeschwächten. Und wir wollten uns also nicht aus der Personal, also ich habe es ja schon abgegeben, aber der Betroffene sollte also nicht aus dem Personalstatus entlassen werden und die haben die sich gewehrt und ich schreibe das nicht. Ich habe gesagt, dann fahren wir eben gleich zur Polizei und machen eine Anzeige, wenn sie hier Sklaverei betreiben und die Leute also nicht aus der Zwangsarbeit des Personalstatuts nicht entlassen wollen. So was gibt es nicht. Ne? Und da gab es eine heiße Diskussion hin und her und da haben wir jetzt so ja, den Burgfrieden so geschlossen, dass wir es ihm jetzt hingefaxt haben, sodass also die Kündigung jetzt per Fax gewirkt hat. Und morgen früh will er das dann ausfertigen. Da bin ich ja gespannt, was da rauskommt. Also, wenn wir Erfolg haben in der Sache, wird es dann morgen erfahren. Morgen ist auch eine Gerichtsverhandlung. Deswegen ist es wichtig, dass die Personaleigenschaft vor der Gerichtsverhandlung gelöscht wird. So, das ist das, was wir verlangt haben, wofür ich dann auch als Zeuge aufgetreten bin. Und das ist, müssen wir jetzt mal gucken, ob es richtig greift und ob sie sich da auch, ja, ich sage mal, dann auch bewegen und das wirklich bestätigen. Und wenn nicht, müssen wir dann eben über den Europäischen Menschengerichtshof eben dort eine Klage einreichen. Ne? Und da steht ja auch schon drin, dass die Klagen kostenlos sind. Kann man also machen, wenn man hier in seinen verfassungsmäßigen Rechten und in Menschenrechten beschnitten wird. So. Also wenn man weniger Rechte hat als Vieh, dann muss man sich halt mal bewegen. Ne? Ist klar. So, übrigens, guckt euch das mal an, die neue Menschenrechtskonvention. Ich weiß, es gibt da viele Spötter, die das Wort dann auch mal auseinandernehmen, was Mensch eigentlich heißt. Aber wenn sie euch das schon anbieten, guckt da mal rein, und zwar bei Rechtsgrundlage oben. Muss ich hier auch nochmal rollen. Ja, mal sehen, oben. Ja, hier an der Stelle. Artikel 4 Absatz 1, Verbot von Sklaverei und dann noch das Zusatzprotokoll Artikel 3, das Recht auf Wahlen für gesetzgebende Körperschaften in Verbindung mit dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Was ist damit gemeint? Also die Menschenrechtskonvention gesteht uns zu, Wahlen für eine gesetzgebende Körperschaft zu machen. Da muss man jetzt mal überlegen, was ist denn eine gesetzgebende Körperschaft? Die erste Idee wäre der Bundestag. Aber wenn das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die BRD ist kein gesetzlicher Gesetzgeber, na, wer kann es denn dann sein? Ne? Dreimal durfte raten, das Kaiserreich. Ne? Also wir dürfen aufgrund der Menschenrechtskonvention, das ist also hier schwarz auf weiß und vom Bundestag abgesegnet, da müssen die alle besoffen gewesen sein,
Die haben uns genehmigt, dass wir für das Kaiserreich Wahlen organisieren würden. Und zwar haben sie das zugestimmt am 2.12.2014. Ja, dann machen wir das doch mal. So, und die Erfahrung machen wir dann im nächsten Video. Na, tschüss.